Von der Gedenkstätte Ihres Gründervaters aus grüße ich Sie ganz herzlich. Die Fuggerschen Stiftungen verbinden eindrücklich, was uns Menschen dient. Die Verkündigung der frohen Botschaft, dass Gott uns Menschen in aller Bedrängnis nicht allein lässt. Er ist bei uns. So verkündigt jeden Sonntag auch in St. Moritz der Prädikatur der Fugger. Das trägt im Leben und motiviert zum karitativen und diakonischen Handeln. Seit 500 Jahren in der Fuggerei. Daran dürfen und sollen wir uns erinnern, über den Tod hinaus. Dafür steht der auferstandene Herr und das Zeugnis der Apostel, dargestellt mit der Tauchergruppe hinter mir. So grüße ich Sie in ökumenischer Verbundenheit aus der evangelischen Kirche St. Anna und der katholischen Fuggerkapelle.